Ihr wollt arbeiten, von wo ihr wollt? Ihr wollt auch vom Strand aus arbeiten? Gar kein Problem. Wie ihr das anstellt und welche Skills euch dabei helfen, zeige ich in dem heutigen Video. Dabei reicht es meistens schon aus, nur ein Skill aus unserer heutigen Liste richtig gut zu können, um beste Chancen auf einen erhofften Traumjob zu haben. Ich wette, einen von diesen Skills könnt ihr bereits jetzt schon richtig gut und wisst es noch gar nicht, welche Möglichkeiten ihr damit habt. Bleibt bis zum Ende dran, es warten einige wertvolle Skills auf euch. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst uns ein Gefällt mir da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen und immer informiert zu sein. Nun legen wir los mit den Top-Skills für Remote-Jobs. Erstens Verkaufstätigkeiten oder Sales-Skills. Wenn ihr diesen Skill beherrscht, dann könnt ihr richtig Karriere machen. Tätigkeiten im Sales-Bereich sind der häufigste Karriereweg, der eingeschlagen wird. Um ein guter Verkäufer zu sein, braucht ihr kein Studium oder sonstige vorherige Erfahrung. Diese Fähigkeit ist so wertvoll, dass Verkäufer in allen erdenklichen Branchen arbeiten können. Sei es in der Technologie, Versicherungsbereich, Medizinbereich oder andere Produkt- und Dienstleistungssektoren. Für diese Skills könnt ihr gut mit Menschen kommunizieren und habt keine Angst vor einem Telefonat oder persönlichen Gespräch. Hören Sie gut zu und finden Sie heraus, was das richtige Produkt für den Gegenüber sein kann. Denn nur, was jemand wirklich gut gebrauchen kann oder an was jemand Interesse hat, hat auch gute Chancen, verkauft zu werden. Nummer 2, Content Creation. Ihr wisst, was die Zuschauer sehen wollen und wie man Interesse gewinnt, dann seid ihr in eurem Skill Content Creation genau richtig. In Zeiten, bei denen fast jeder ein Profil auf den gängigen Social Media Plattformen wie Instagram, TikTok, Facebook und Co. haben, werden täglich viele Stunden dort verbracht. Also eure Fähigkeit Content Creation ist für alle Arten von Influencern, YouTubern, Filmemachern, Firmen mit Website und so weiter von höchster Bedeutung, da alle eins gemeinsam haben. Für den Online-Auftritt und die Videos werden Bilder, Texte, Content-Skripte und Kreativität verlangt. Schaut euch mal online um, wie viele Jobs als Content Creator oder Social Media Jobs gesucht werden. Und das Beste, mit steigender und fortschreitender Digitalisierung wird dieser Skill immer mehr an Bedeutung gewinnen. Skill Nummer 3 ist KI-Eingabeaufforderung. Dieser Skill ist super neu und so wertvoll, wenn man ihn beherrscht. Wie viel Zeit verbringen Menschen mit der Suche auf Google oder der scheinbar endlosen Recherche nach bestimmten Themen? Dabei geht es mittlerweile mit KI so einfach. Der neue KI-Boom ist mittlerweile in aller Munde und jeder hat von den zugehörigen Tools und Webseiten schon mal gehört, zum Beispiel ChatGPT. Ihr gebt einfach einen Befehl für eine Suchanfrage ein und bekommt innerhalb weniger Sekunden viele Antworten auf eure Fragen. Schauen wir uns nochmal folgendes Beispiel an. Was sind die wichtigsten Funktionen für Word? Und wir bekommen dann folgende Antwort. Wenn wir allerdings nicht wissen, was die richtige Anforderung ist, dann kommt da nur etwas Unbrauchbares heraus. Neulich hat tatsächlich jemand versucht, ChatGPT als Excel-Ersatz etwas rechnen zu lassen. Es kam natürlich nur Quatsch raus. Auch diese Fähigkeit, KI-Eingabeaufforderung, lässt sich einfach lernen. Dazu gibt es unzählige Anleitungen und Tipps kostenlos im Internet. Für diese Fähigkeit braucht ihr absolut keine Vorkenntnisse oder hohe Abschlüsse. Einfach logisch denken, eine klare Frage oder Anweisung geben und los geht's. Fähigkeit Nummer 4 ist das digitale Marketing. Was denkt ihr ist erfolgreicher? Ein Flyer, eine Werbeanzeige in Printmedien, eine Radiowerbung, Zeitung im Postkasten oder digitale Werbung in Form von Newslettern, Social Media Auftritten oder ähnlichen? So genau kann man das ehrlich gesagt gar nicht sagen, aber vermutlich wird es die Online-Präsenz sein. Diese ist nämlich messbar, denn nur was wir auch messen und verfolgen können, können wir verbessern, optimieren und dann künftig als wirksame Strategie weiterverfolgen. Mit digitalem Marketing könnt ihr eure Reichweite, eure Verkäufe, eure Bekanntheit auf unbekannte Höhen schießen lassen. Und einfach, weil ihr verfolgen könnt, was die Leute sehen wollen, was sich gut verkauft und so alles optimieren. Lernen oder verbessern Sie diesen Skill und schnappen Sie sich den Job, von dem Sie bisher nur geträumt haben. Skill Nummer 5 sind die Managementfähigkeiten. Das ist keine außergewöhnliche Fähigkeit, aber umso wertvoller und wichtiger. Etwas zu managen heißt verwalten, leiten und lenken. Das kann ziemlich schwierig sein, denn es müssen ständig wichtige Entscheidungen getroffen werden. Gute Managementfähigkeiten können über Erfolg oder Scheitern eines Unternehmens entscheiden. Gute Manager wissen, optimal ihre Zeit zu nutzen, wichtige von unwichtigen Dingen zu trennen, Aufgaben zu delegieren und so ein Unternehmen weiterzubringen. Die richtige Kommunikation und Umgang mit Menschen zählt ebenso dazu. Alles, was mit gutem Management zählt, kann problemlos erlernt werden und bringt einen absoluten Mehrwert für Ihre komplette Zukunft und Karriere. Fähigkeit Nummer 6 sind IT-technische Fähigkeiten. Wenn wir über diese Fähigkeit sprechen, dann sprechen wir über eine der wertvollsten und wichtigsten und vor allem zukunftsträchtigsten Fähigkeiten überhaupt. Nicht nur die Bezahlung ist mit die beste, sondern auch die Möglichkeit, welche die Remote-Arbeit von überall auf der Welt angeht. Ihr könnt entweder programmieren in einer der gängigen Sprachen wie Python, C, C++, Java, JavaScript oder ähnliche, dann steht einer Karriere in der IT-Branche und vor allem Remote nichts im Wege. Ebenso sind IT-Skills wie Datenanalyse, Cybersicherheit, Softwareentwicklung eure Eintrittskarte in die Remote-Arbeit und eine Top-Bezahlung und einen Spitzenjob.
Dieser Skill erfordert auch keine Hochschulabsolventen oder andere hochtrabende Ausbildung. Jeder kann es lernen und sogar das kostenlos. Google bietet zum Beispiel solche Kurse online an und so könnt ihr eure Fähigkeiten auf ein neues Level bringen. Nummer 7 sind Fähigkeiten im Projektmanagement. Bisher haben wir bereits über Managementfähigkeiten geredet. Im Projektmanagement geht es eher um die organisatorische Komponente als um die leitende und lenkende Komponente. Im Projektmanagement kümmert ihr euch um die rechtzeitige Umsetzung aller zu erledigenden Aufgaben in einem Projekt. Also sorgt ihr dafür, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der erforderlichen Qualität zur Verfügung stehen, um gesetzte Termine und Fristen einzuhalten. Auch hier bedarf es keinen hohen Abschlüssen, man kann es einfach erlernen und es ist super wichtig als Skill für die Remote-Arbeit. Als 8. haben wir die sozialen Fähigkeiten oder das Networking. Das Networking ist vor allem eine extrem wichtige Fähigkeit im sozialen Bereich. Mit Menschen reden, mit ihnen über die Dauer in Kontakt zu bleiben, ist unersetzlich. Dabei helfen die gängigen Business-Plattformen wie Xing oder LinkedIn. Dabei können Sie mit Weggefährten aus Schule, Studium oder verschiedenen Arbeitgebern in Kontakt bleiben. Dabei können sich einmalige Jobchancen in anderen Unternehmen ergeben. Nicht nur Jobchancen winken als Benefit, sondern auch der fachliche Austausch unter Gleichgesinnten und Feedback zu gewissen Themen. Der 9. und letzte Skill heute ist das Personal Branding. Du versuchst mit Hilfe von Marketingstrategien eine Person zu erschaffen, die als Marke wahrgenommen wird. Das beste Beispiel für Personal Branding ist Elon Musk. Dieser ist bedeutend einflussreicher und hat mehr Reichweite als der Autohersteller Tesla selbst, für den Elon Musk letztendlich steht. Die Menschen suchen eine Figur, mit der sie sich identifizieren können, wenn diese Person die gleichen Werte und Ansichten vertritt. Das Personal Branding ist also eine super wirksame und wertvolle Fähigkeit, die man sich zunutze machen kann. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie gerne auf den Daumen nach oben. Schreiben Sie Ihre Fragen oder Feedback in die Kommentare und Sie bekommen auf jeden Fall eine Antwort. Falls Sie diesen Kanal noch nicht abonniert haben, sollten Sie das schleunigst tun, um kein neues Video mehr zu verpassen. Klicken Sie hierzu auf die Glocke und aktivieren Sie die Benachrichtigung. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.